So, nächste Map und wir düsen hier erstmal schön mit dem Schneemobil los. Es ist eine, ich sag mal, Schneemap in der Nacht. Also eigentlich ziemlich geil. Und das Geilste an der Sache muss ich euch jetzt aber erst noch zeigen, wenn wir hier durch diese Sache durch. Oh Gott, das ist zu verlockend. Und das wäre jetzt lustig, wenn das geklappt hätte. Das wäre so lustig gewesen. Ich musste es aber einfach tun. Manchmal hat man einfach so ein Gefühl und das muss man einfach tun. So, hier ist auf jeden Fall ziemliche Luft-Action. Beziehungsweise... Oh, hallo du? Oh, mein Gott. Da ist ja noch einer. Hallo! Oh Gott, war der kacke. Der hat mich so wegholen müssen. Sorry, nichts gegen dich, aber das war jetzt nicht so Premium, mega geil. So, wir müssen auf jeden Fall so schnell wie möglich zur F. Da, wo der auch schon mit seinem SC-42 rumschießt. Weil da gibt es einfach das... Nein, nein, nicht töten. Gibt es einfach das Geilste überhaupt. Oh Gott. Ah, wir müssen da irgendwie ganz schnell hin. Unbeschadet. Wir haben leider nur 25% Leben. So. Da oben läuft. Nein, die wollen alle zur F. Alle laufen so zur F. Aber wir nehmen jetzt erstmal das Ding hier ein. Damit wir hier auch spawnen können. So. Da springen sie auch schon mal mit dem Fallschirm ab. Hinter mir ist auch irgendwo einer. Ich laufe hier... Oh, die springen hier wirklich alle mit dem Fallschirm ab. Ja, das, was die Leute da schon tun. So. Hallo, du da. So. Unter mir ist kein Gegner. Und zwar gibt es hier diese tollen Dinger. Das heißt, man kann sich da so reinsetzen. Und dann kann man das so bewegen, zielen sozusagen und dann schießen und dann fliegt man in so einer kleinen Kapsel hier einfach quer über die gesamte Map. Man kann sich nach links bewegen, nach rechts, also jetzt beim Zielen, dann kann man hier noch mit dem Fallschirm abspringen. So, und dann kann man so von da nach da oder nach hier, je nachdem, voll geil, um einfach mal kurz eine weite Distanz zu überbrücken. Bei TDM wäre das so lustig irgendwie, wenn es da drin wäre bei TDM, dass sich da die Leute die ganze Zeit mal hin und her schießen. Hier sind auch nochmal so Dinger, falls man zurück möchte. Aber jetzt laufen wir hier erstmal rein. So, weil ich dachte eigentlich, diese Map ist richtig klein. Also was heißt richtig klein, da oben groß halt, ne? Aber dieses Schneegebiet ist mir erstmal ziemlich klein vorgekommen. Und dann kam ich aber hier rein und hier ist einfach alles nochmal doppelt so groß. Beim Titan. Ja, jetzt gibt es nämlich endlich wirklich Titans. Wäre ganz lustig, aber... Ja, das sind jetzt auch umstrittene Meinungen. Eventuell mache ich dazu nochmal ein Video, beziehungsweise frage euch... Oh, hier ist ein Knopf. Erstmal drücken. Wir wissen es jetzt zwar nicht, was passiert. Keine Ahnung. Aber erstmal drücken. Es piept. Laut und komisch. So, wir laufen jetzt hier einfach mal nach oben. Könnte jetzt sein, dass jetzt einfach die gesamte Halle hier durch mich zersprengt wird. Aber ihr seht, es ist hier mit Millionen von Treppen und Geländern und alles nochmal richtig groß. Ich fände es irgendwie ganz schön, wäre es nur bei dem Schneedings geblieben und dann mit den Kapseln da hin und her schießen. Das wäre ganz cool. Ich muss jetzt hier erstmal nach oben, um den Titan einzunehmen. Ich habe Angst, dass hier irgendwo welche sind. Ich glaube, rechts ist einer. Rechts? Ich habe hier irgendwo was nachladen gehört. Boah, wie groß das hier einfach ist. Das ist einfach nicht mehr normal. Hier ist auch nochmal irgendwie ein Gang. Jetzt, wie sind die da so schnell zu diesem Titan gekommen? Okay. So, da holen wir uns nochmal die beiden, oder? Ich habe keine Ammo mehr. Was ist los? Ich hoffe, das sind Verbündete. Ah, das sind Versorger. Das sehe ich doch gerne. Die legen sogar Muni. Super. So. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir uns die Halle hier mal schön angeguckt. Hier sind wir bei der Titan-Flagge. Hier können wir wahrscheinlich... Ja, super. Können wir hier nochmal schütten? Nein, oder auch nicht. Okay. Rechts sind Gegner. Es ist auf jeden Fall irgendwie wieder eine riesige Map. Eine riesige, riesige Map. So, was geht da rechts? Da wird doch die ganze Zeit geschossen. So, da. Unten. Vielleicht. Nein, nein. Ah, egal. Also ich glaube, ihr könnt euch ganz gut vorstellen, wie groß das hier ist. Wo muss ich lang? Habe ich jetzt hier irgendwie... Ja, lustig, hätte ich jetzt irgendwie die Tore... Ich glaube, ich habe die Tore verschlossen. Ich glaube, hier ging es raus, oder? Die müssen wir irgendwie wieder aufkriegen. Ich will nochmal nach draußen. Oder kann man hier eventuell durch diese Lücke springen? Ja. Hä? Okay. Okay, das ging... Das geht zu einfach. Wir... Der Gegner? Ich weiß es nicht. Oh, da kommt einer hoch. Wartet mal. Bevor ich mich abschieße, werde ich den Kollegen da erstmal aufhalten. So. Und weil damit kann man auch ganz gut
Zoomt es? Ne, ich weiß es gerade nicht. Ja, ich würde sagen, wir schießen uns einfach mal CS in der Nähe. Oh Gott, was ist das? Ich schieße mich mal weg und guck mir das mal von oben an. Da ist jemand an dem... Der dreht sich immer so komisch einmal. Ne, SC-42 alleine. Und der Jet, der knallt auch einfach nochmal rein. Okay, Granate darunter. Wir landen hier einfach mal oben. Und dann werden wir uns jetzt von oben nach unten kämpfen, wenn es hier irgendwie runter geht. Geht's hier irgendwie runter? Oh, hallo du da. Oh Gott. Sniper mit Shotgun. Mal wieder. Oh, da oben sind welche am Campen. Das können wir ja mal gar nicht zulassen. Ich wette, die haben sich ja auch raufgeschossen. So. So, jetzt geht das auch nochmal hier. So, einmal du, Kollege. So, hast du den wiederbelebt? Natürlich, jetzt sind sie alle schon down. Ich habe nur noch einen bekommen. Hier waren drei Leute. Okay. Da oben ist aber noch ein Sniper. Dem schicke ich jetzt einfach mal ein RPG entgegen. Wie wäre es damit? So. Und? So, okay. Den lassen wir da auch mal ein bisschen in Ruhe. Ist jetzt eher der da, den wir uns mal... Was? Granate? Ist der schon down? Ich habe nur keine Punkte bekommen. Ich weiß es nicht. Da hinten ist auf jeden Fall jetzt doch den Sniper. Ach nee, der Sniper war da hinten. Boah, ich weiß nicht, welches jetzt der Sniper ist. Da ist auch irgendwie noch einer. Der hat sich da gerade hingelegt in die Ecke. Das ist der Sniper. War da noch einer? Ich bekomme die ganze Zeit so komische Hitmarker, das glaubt ihr gar nicht. Irgendwie noch ein dahinter immer, als ob da noch einer liegt. Da fliegt ein Jet. Ja. Sieht so aus, als ob der rausgejumpt ist. Die springen hier. Das ist ein einziger Fallschirmflug. Mit diesen ganzen Kapseln und den Jets. Die springen die ganze Zeit ab und irgendwer sniped hier auf mich. Ist er da gerade eingestiegen als Gegner? Oh Gott. Ja, er ist wieder ausgestiegen. Dann nehme ich mal kurz den Heli, den ich gerade selber kaputt geschossen habe, mal kurz angemerkt. Ich wollte eigentlich nur hier hoch zu den Kapseln fliegen, weil ich ein bisschen... Ich wollte jetzt nicht so wirklich laufen, aber passt schon. So, einmal hier rein. Die haben hier sogar C4 neben die Kapseln gelegt. Ja, damit fängt es jetzt natürlich schon an. Wir laufen jetzt mal nochmal ein letztes Mal hier unten rein. Von oben haben wir das Ganze ja schon... Oh Gott, wir versuchen es auf jeden Fall, ohne abgeschossen zu werden. So, den haben wir. Dann versuchen wir mal... Oh, hier kann man auch prima mit dem Heli reinfliegen, glaube ich, und abgeschossen werden. Und dann gucken wir uns das mal von hier unten an. Und dann ist die Runde, neigt sich auch schon langsam dem Ende. Hier sind ein paar Treppen, die da hochführen, okay. Aber der Weg dauert einfach 10 Millionen mal länger als einfach mal oben rum. So, komm schon. Boah, das dauert so lange, ne? Ganz kurz vor Ende kommt jetzt gleich ein Gegner und erschießt mich. Genauso. Okay, mein Freund. Wo kommst du? Ist egal, ich laufe jetzt einfach mal hier hin. So, und dann holen wir uns dich. So, schön um die Ecke aimend. Ja, ja. Boah, hier ist Party. Hier ist die Party. Ich laufe da mal hoch. Ich glaube aber, ich komme nicht hoch. Ich glaube, die sind hier überall Ja, ich sag's ja. Ach, er liegt da. So, da kommt noch ein Bike an. Er ist abgesprungen. Der kommt aber nicht durch. Den lasse ich nicht durch. Nee. 12 Tickets noch. 10 Tickets noch. So, ab in die Kapsel. Nochmal einen schönen hohen Flug. Und ich hoffe, euch haben die Eindrücke von dieser Map gefallen. Sie heißt Hangar 21 oder 21. Ich bleibe hier in meiner Kapsel. Falls ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ansonsten sehen wir uns morgen bei der nächsten neuen Map wieder. Und ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann.